Manchmal verträgt ein Säugling eine Impfung so schlecht, dass er schwer erkrankt. Dem Paul-Ehrlich-Institut, zuständig für Impfstoffe, ist das bekannt. Auch in Beipackzetteln sind schwere Nebenwirkungen aufgelistet. Und manchmal führt eine Impfreaktion sogar dazu, dass Eltern beschuldigt werden, ihr Kind heftig und schwer geschüttelt zu haben. Hirn- und Hirnhautentzündungen können auch nach Impfungen auftreten. Die Hauptursache ist bekannt. Die in Impfungen enthaltenen Adjuvantien, das sind Wirkungsverstärker, meist auf Basis von Aluminium. Diese reizen das Hirngewebe. Aber man findet im Prinzip auch nach einigen Impfungen ja immer wieder Entzündungsherde im Gehirn, ähnlich wie bei einer multiplen Sklerose. Da gibt es auch Tiermodelle für experimentelle autoimmune Enzephalitis. Eine Hirnentzündung, die sie durch diese Adjuvantien praktisch durch Aluminiumverbindungen auslösen können. Keine Frage, Gewalt gegen Kinder ist ein schweres Verbrechen. Doch Ärzte weigern sich, die Nebenwirkungen von Impfungen als Ursache akuter Notfälle auch nur in Betracht zu ziehen. Stattdessen werden dann in mehreren Dutzend Fällen allein in Deutschland unschuldige Eltern zu Verbrechern abgestempelt. Julian, der Sohn von Mercedes und Robin, wurde nach einem 8-fach-Impfcocktail krank und musste schließlich ins Krankenhaus. Dort begann für die drei dann ein Albtraum. Man wurde total überrumpelt. Das Kind liegt im Krankenhaus, dem geht es nicht gut und die Ärzte kommen zu einem und sagen, ihr habt eurem Kind was angetan, wir müssen jetzt die Polizei rufen. Mittags 12, 1 Uhr, stand die Polizei schon da, die Kripo. 2 Beamte. Doch das Schütteltrauma wird nicht nur mit Nebenwirkungen von Impfstoffen verwechselt. Jana, ihrem Partner und ihrem Sohn Corbinian wurde eine schon länger geplante Untersuchung zum Verhängnis. Seit einem Jahr lebt Corbinian nun schon bei Pflegeeltern. Der kerngesunde Corbinian wurde mit einem Rettungshubschrauber zur Not-OP geflogen. Grund dafür: Ein Arzt sah im Magnetresonanztomographen akute Hirnblutungen, wo keine waren. Ja, haben sie uns die Diagnose erzählt, dass es ein Schütteltrauma ist. Ich wusste bis dahin nicht, was ein Schütteltrauma ist. Ich habe das noch nie gehört gehabt, wirklich. Und da fing ich schon an zu weinen. Mein Freund hat natürlich reden müssen, weil ich natürlich nicht mehr reden konnte in diesem Moment, weil uns vorgeworfen wird, dass wir unser Kind geschüttelt haben. Rechtsanwältin Barbara Jöstlein hat mehreren Eltern erfolgreich geholfen, sich gegen falsche Vorwürfe zu verteidigen. Immer wieder fand sie bei den behandelnden Ärzten schwere diagnostische Fehler. Schütteltrauma kann direkt nicht nachgewiesen werden. Das heißt, es gibt keine Symptome, die direkt auf ein Schütteltrauma schließen lassen. Schütteltrauma ist eine sogenannte Ausschlussdiagnose. Das bedeutet, es kann nur dann der Schluss Schütteltrauma gezogen werden, wenn es keine alternativen Verursachungsmöglichkeiten gibt, beziehungsweise keine anderen Ursachen denkbar sind. Auch im Fokus Rechtsmediziner, die Gutachten erstellen. Viele dieser Gutachter machen es sich sehr einfach, wenn ein Gericht sie bittet, den Anfangsverdacht aus dem Krankenhaus zu überprüfen. Was sehr auffällig ist, ist, dass der Inhalt der rechtsmedizinischen Gutachten oft fast im Wortlaut den Arztberichten des behandelnden und diagnostizierenden Klinikums gleicht. Also man hat den Eindruck, dass die Rechtsmedizin wenig eigene Arbeit in den ganzen Vorgang investiert hat. Marion Kammer hat den Verein Ines mitgegründet. Ziel des Vereins: Eltern helfen, sich gegen falsche Anschuldigungen zu wehren und ihre Kinder zurückzubekommen. In gut 2 Dutzend Fällen hat sie geholfen und stieß dabei fast immer auf Impfungen als mögliche Ursache der gesundheitlichen Problematiken, welche fälschlicherweise als Schütteltrauma diagnostiziert wurden. Man muss eine Stufe zurückgehen auf die Symptome. Die Symptome sind eigentlich das Wichtigste. Und die Symptome von einem Schütteltrauma sind in erster Linie Hirnschwellung, Hirnblutung, Apathie, Atemprobleme und Fieberkrämpfe. Das sind die klassischen Symptome bei einem Schütteltrauma und das sind auch Impffolgen. Die stehen zum Teil in Beipackzettel oder werden ans Paul-Ehrlich-Institut gemeldet.